Einen wunderschönen guten Tag und schön hast du wieder eingeschaltet. Zu Die Siedler 3 Ägypter, immer noch die vierte Kampagne. Wir warten noch, bis wir den Schwertträger auf 100 hochkriegen hier. Also die nächste Stufe, so gesagt. Dann wird rekrutiert und dann geht's rein ins Gemetzel. Ihr kriegt ja jetzt auch mehr Getreide über, haben wir ja auch in der letzten Folge noch so eingestellt, dass ihr gleich viel kriegt wie die Mühle und die Schweinefarm. Hier wird ja nochmal das große Wohnhaus aufgebaut. Und da die Pyramide hin. Hier haben wir noch die Brauerei. Ah, guck, da kommt das nächste Fässchen. Perfekt. Wenn die untere, das obere nicht läuft, läuft das untere oder umgekehrt. Ja. Züchtet da Mönche ran, das ist einfach hässlich. Ist das Fass? Weiß es. Da ist auch eins. Sehr schön, das gibt dann wieder 10%, das sind ja 65. Planieren hier. Sind eigentlich die anderen Planiertypen? Weil ich eigentlich nur drei habe hier, oder zwei. Da oben sind sie noch dran. Die anderen gehen dahin. Ja, die können dann hier helfen. Da halt ziemlich am Berghang ist. Hier aus, noch drei Steinen, ist es hier auch fertig. Er hat wohl genug Waffen hier herumliegen, darum schmiedet er nicht mehr. Gut, ich gehe helfen. Zwei Bretter, das kann fertig gebaut werden. Wie Hämmer, das ist nämlich ein paar Hämmer runter. Nein, habe ich nicht. Ich könnte höchstens eine Werkstatt bauen, aber lohnt sich eigentlich hier gar nicht mehr. Ah. Wenn ihr nicht mehr wollt, könnt ihr dahin. Wandle ich euch um, normale Siedler. Eins ist noch drin, dann ist es schon 70. 75. Ich sehe nur noch eins unterwegs, dass ich mit denen habe. Da kann ich merken, hier ist alles voll, da ist es voll. Ist auch schon wieder am Brauen. Sehr schön. Läuft die Goldproduktion jetzt hier dafür ein bisschen besser? Hoffentlich. Das kann eigentlich aufhören hier. Überlegen, ob ich da irgendwie nochmal Lager mache. Sag, die Stämme kommen weg und er kann da ein bisschen holzen noch. Kann ich sehen, ob da vielleicht das Eisen ist und da nochmal Gold liegt. Müssen wir irgendwie gar nicht richtig. Oh. Jetzt mal die Waffen hingetragen. Und auch die Edelsteine wäre toll. Mal guck an. Haben wir. Schalten um. Auf Rekrutierung. Wir haben hier Gegnerbannen. Schatten stärken. Ich schau mal runter. Mal hier hin. Ja.
Also wenn ich sie banne, sind sie für immer weg. Das wäre ein guter Konter. Ich mal hier hin. Ich schon mal hab. Alles fertig gebaut, okay. Jetzt nur noch an dem hier. Irgendwohin kann ich nicht schlechter. Muss nur noch da unten hin. Gerade so, hä? Voilà, man schiebt hier hin. Dann will ich mal testen, was Gegner waren ist. Hat er keine Einheiten. Ich schicke die da mal ran. Als Ablenkung. Mit dem Mönch nicht gleich der Priester komplett abgenippelt ist. Komm, mach. Mann, das Ding. Wirklich gewirkt, ja? Los, Bogies, mach ihn tot! Ah, ich wollte dich noch umstellen. Auf. Oh, Arme trudelt langsam ein. Auch noch mal. Nee, das 20% ist eigentlich ganz nice. Sehr schön. So. Runter mit euch. Was fällt hier noch? 14 Stein. Stein liegt genug herum. 23 habe ich noch über. Jetzt holen sie auch die Lagerhäuser. Kann man auch wirklich die Edelsteine wegstellen. Bogen und dann die alle unten sind, attackieren wir dann mal. Haben wir das Gebäude verloren? Ne, der ist reingegangen. Ach so, ja. Warum hier? Nice. Mal dahin. Gerne neue Mönch. Ah, das Gold kommt hoch. Perfekt. Steine. Hier. 3, 2, dann noch einer. Oder? Noch 2. Auch runter. Als es fertig gebaut ist, denke ich, greifen wir dann an. Selbst mit seinen Truppen hin. Keine Ahnung. Na, komm. Letzter Stein.
dürft auch Schwertkämpfer werden, nur soll sie vor als Bogenschützen hier. So, die kommen raus, die Rekruten. Die schicke ich schon mal runter. Und mit denen würde ich sagen, marschieren wir mal langsam los. Nämlich dahin. Okay, das könnte ich in der Zwischenzeit auch abholen. Ja, das Schwache hier wird es wahrscheinlich sterben. Yep. Und das gehört uns. Auch darum, ihr müsst nicht alle da lang. Yeah. Komm, ich lauf da runter. Unglaublich. Sehr schön, angenommen. Klopf. Und da drauf. Okay. Muss mittlerweile schwächere Einheiten raus. Noch ein ganz schwacher. Nein, noch ein starker. Hier. Alter, ihr müsst marschieren. Unter mit euch da. Nächste Kippe. Die schicke ich dann hier hin. Die haben nichts mehr zu tun, also werdet ihr einfach normale Träger. Oh, holt den aus dem Haus raus da. Weiter im Takt. Die Mönche kommen! Ah, hat unsere gedowngradet. Das da oben gehört uns. Runter mit euch. Macht die Mönche tot, Mann! Geht da weg von diesen Bogenschützen da. So. Da müsst ihr noch drauf. Und da könnt ihr unterstützen. Nice. So, die Maschine mal dahin. Die kommt mit. Hier oben aus, wunderbar. Hier kommt mal rein. Raus mit dir. Rüber. Da, kannst du uns darüber. Kriegt der Verstärkung über. Eine Festung noch. Mal kurz rein hier schnell. Ach, noch nicht. Okay. Pieksen tot. Hier wird alles uns. Darüber. Bogenschützen runter. Ein bisschen auf die schießen. Da kann eigentlich aufhören da. So.
da oben mit. Klapp, klapp. Okay, das ist alles gefallen. Die Festung hole ich mir am Schluss. Darüber. Die geht auch da runter. Da hinten ist dann nichts mehr. Da kommt schon die nächste Armee wieder von uns. Okay, das kriegen wir auch hin hier. Ohne Probleme. Easy. Okay. Wir marschieren da mal runter. Darüber. Hier da. Hier hin. Wie offensive haben wir eigentlich mittlerweile? 74. Ja, nice. Lässt sich sehen. Jetzt eins meins. Muss da hinten noch was sein anscheinend. Eins oder zwei Gebäude. Halt dann darüber. Da ist es. Da. Da ist noch was. Da. Hier haben wir noch was. Dahin. Perfekt. Können wohl die letzten zwei sein hier. Dann haben wir eigentlich nur noch die Festung. Da ist noch eine starke Einheit drin. Hier geht rüber und ein bisschen unterstützen. Wenn es nur moralisch ist. Oh. Echt nicht noch ein Gebäude. Okay, da können wir einfach nur reinmarschieren. Wenn nicht besetzt. Bogenschütze ist drin. Habe ich gar nicht gesehen. Klopf, klopf. Muss denn alles gewesen sein, oder? Hier was fällt. Was wir sehen? Zeig mir noch was Rotes an, aber es scheint er zu sein. Hat der noch ein Gebäude? Ganz merkwürdig. Das gehört uns. Überall in Ägypten drin. Blind? Ich kann auch den noch vernichten, das ist egal, also. Machen wir das halt so? Was er so hat. Ich schon mal mit den Bogis rein. Ich bin zu faul, die ganzen Böde abzureißen.
blaue Einheiten rum? Warum laufen da blaue Einheiten rum? Einfach hinten rum, oder? Ja, du bist es. Nein, da. Ich kann noch ein bisschen weiter reinschicken. Wenn nicht, der hat da irgendwie nie noch eine Insel besiedelt oder sowas. Das wär's dann noch. Die haben wir eigentlich alles eingenommen. Und mach den Tod. Ah, hat vielleicht hier noch ein leerstehendes Gebäude oder sowas. Könnte jetzt auch sein, ne? Also es gibt kein Gebiet, so gesagt. Und läuft noch einer rum. Ist hier wirklich ein roter Punkt hier mehr? So aus die da, aber. Vielleicht ist die Missionsbeschreibung auch falsch, kann auch sein. Mal hinten rum, mal schauen, was da noch kommt. Dauert halt jetzt, bis die anderen da sind. Ganz schräg. Hier. Auch nichts. Seltsam. Rüber. Auch rüber. Schauen hier. Also ich zeige könnt doch dahin. Ah, okay. Die mussten wir auch vernichten. Sehr schön. Gut. Wäre passiert, wenn wir auf diese Insel gegangen wären. Also über ein Gebirge mehr nicht. Keine versteckten Ressourcen irgendwo. Nichts. Okay, gut. Dann haben wir das eigentlich. Ja. Ganz gut gemeistert, plus minus. Dann schauen wir uns mal gleich die Statistik und so weiter an. Oh. Ja, Punktetechnisch sind wieder komplett überlegen. 71 Einheiten hat er zumindest produziert. Meisten Mana, das hat man gesehen. Oh, Gold haben wir mehr, Minen hatten wir mehr, Essen hatten wir mehr, eigentlich überall alles. Außer Gebäude natürlich. Gut, das war der Kleine am Schluss. Das müssen wir gar nicht beachten und... Ja, perfekt. Nicht bewegen. Sie werden mein Werk noch in Jahrtausenden bewundern. Okay. Hätte nicht gedacht, dass die ägyptische Kampagne nur 4 hat. Okay. Das Universum weiß anmalen. Ist das nicht eine Schwachsinnsidee? Ja, natürlich. Und eins ist dabei sonnenklar. Sollten wir jemals am Ende ankommen, können wir doch gleich vorne wieder anfangen.
Hast du gesehen, wie arrogant der Gauner die ganze Zeit über gegrinst hat? Da glaubt man nun, man kennt seine Freunde. Und diese schreckliche Konküre an diesem verfluchten Spiel ist nur sie schuld. Seitdem sie befördert worden ist, versucht sie immer nur, mich fertig zu machen. Höre ich da etwa leise Kritik? Jetzt auch. Ich brauche noch jemanden, der nach der Siegesfeier hier sauber macht. Ich bin gar nicht gut im Fegen. Chiyu, der kann das. Sei still und fang endlich an. Welches Spiel auch immer die Götter spielen, ich wünschte, sie würden aufhören. Der Vormarsch nach Westen war gesichert, die Eroberung der vier Inseln dort nur eine Frage der Zeit, als ein Wirbelsturm von unirdischer Macht unsere drei südwestlichen Inseln zerstörte. Nach einer Phase des Wiederaufbaus haben wir immerhin die nördlichen beiden wieder besiedelt. Die Zeit, die wir dabei verloren, hat Septimus natürlich genutzt und sich sofort nach Norden aufgemacht. Und von Westen droht Su Tang. Aber wir dürfen nicht verzagen. Wir sind besser als die beiden. Und es würde mich wundern, wenn ihr Bündnis von langer Dauer wäre. Wenn es Septimus nicht gelingt, sehr weit nach Norden vorzudringen, ist seine Position zu schwach, um gegen mich zu bestehen. Wenn es mir gelingt, seinen Vormarsch rechtzeitig zu stoppen, ist er bestimmt verhandlungsbereit. Schließlich ist er Händler. Okay, anscheinend geht es doch noch weiter. Anscheinend ist das eine falsche Videosequenz am falschen Ort. Okay, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Kampagne 5 von den Ägyptern. Ich sage wieder mal vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.